Dann kannst du in den Kampf rein. Maria ist bereit mit ihren sehr, sehr furchteinflößenden Pokémon, denn genau das ist sie auch. Maria ist eine sehr dominante Frau mit einem sehr dominanten Team. Cosa Nostra, der Dunkeldrache, ist dein Dynamax-Pokémon. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Eigentlich spielt man dieses Team wahrscheinlich mit dem Sonnentag, ne? Also mit Dürre meine ich. Aber er hat einen Ramot dabei. Und das Einzige, wo es jucken würde, wäre bei Turtok. Der Rest, also dass halt seine Wasserattacken nicht mehr, ne? Was bringen. Ansonsten, Pikachu juckt's nicht. Togekiss juckt's nicht. Knackrack Mimikma auch nicht. Und ich würde seinen Ramot boosten, wenn er ihn mitnimmt. Also, würde ich es nicht mitnehmen wollen. Langsam mal Teammitglieder picken. Ich nehme das mit, ich nehme ihn mit. Muss ja. Und, Alter, den will ich ja mitnehmen. Noch nie gesehen. Und entweder ihn oder ihn. Ist er nicht schnell? Nein. Der ist Kampffeuer, ne? Nee, und ich feuer. Ah, aber der kann Kampfattacken. Ja. Ach komm. Ach, scheiß drauf, komm. Ich mach das jetzt. So, meine Freunde, ab geht's in den Kampf gegen Maria, die Patin. Los. Ich kann dieses Pikachu nicht mehr sehen, ne? Ach, scheiße, war ein Doppelteam. Also Doppelkampf meine ich. Oh fuck, ich muss kurz gucken. Oh. Ach, warte mal, das ist ja nur auf einen Mon, ne? Das ist ja nicht wie Giftspitzen oder sowas. Ach du Heimatland, warte mal kurz, ich muss überlegen. Was kann denn das andere Pokémon? Ich habe keinen Plan. Ich bin Feuer, ne? Feuer, du hast den Fokus. Ah, ich überlebe so oder so. Einen Hitze. Ah, sollte ich hier angreifen oder ich sollte eher... Du bist sehr schnell. Okay. Ach, oh, scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ah, das habe ich vergessen, ja. Was boostet nochmal? Irgendwas? Nichts. Ja, scheiß drauf, komm. Dynamax hätte ich komplett vergessen, dass ich das kann, weil wir es vorhin nicht durften. Das ist voll verwirrend. Warum hast du die so getauscht? Das ist ja... Da komme ich ja voll durcheinander. Einzeldoppel, Einzeldoppel. Mit ohne, mit ohne. Totleben, Totleben. Dieser Timer, ne? Ha! Du Sohn! Ich bin Dynamax. Nicht nochmal! Oho, Alter! Alter, Amphira kann ganz schön raushauen. Ich meine, gut, das war ein Crit, aber... Alter, das Turtok ist schon mal nicht hinüber. Hat das ein Sash? Aber das macht einfach so wenig, oder was? Ah, weil es nicht Stab ist. Verdammt, okay. Aber die... Ja, und er macht einen Hausbruch. Ach, war das nicht sein Dynam... Turtok hat mit literally einem KP zwei Moves überlebt. Beeindruckend. Und einer davon war ein Crit, by the way. Ich bin gerade am Überlegen. Hat der zwei Dynamax-Mon? Weil Pikachu war schon mal Dynamax und Turtok auch. Ja, keine Feinde. Man darf zwei haben. Ja. Aha. Die Frage ist, wen Dynamax der jetzt? Mhm. Jawohl, Turtok nicht, oder? Wäre doch Quatsch. Denke ich. Was bin ich, Unlichtdrache? Ich habe keine Ahnung, was macht Unlicht im Gigabums? Aha, und das?
Kleiner Dunkel macht später. Die Frage. Ja, der wird doch. Der wird. Ah, das Pikachu wächst wieder raus. Okay, und das Turtok bleibt drin. Also wird der Pikachu später Dynamaxen wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass der Turtok jetzt Dynamaxt. Siedewasser? Kriegt er den Burn? Dann Feuer. Ah, ich kann nicht brennen. Nice. Alter, Amphira sieht geil aus. Ey, das ist, jetzt habe ich auch wenigstens das Kostüm weggehauen von Mimikma. Gift wäre sehr effektiv gewesen auf Mimikma, ne? Bei Fee, oder? Ja. Aber gleich ist der Gift wegen. Aha, okay. Ich weiß halt absolut. Mimikma ist schneller als Amphira, oder? Ich weiß leider die Werte von diesen Pokémon nicht. Amphira ist schneller. Aber ist Togekiss schneller als Amphira? Amphira ist so ein schnelles Mon. Ja. For real? Oh mein Gott. Das wäre dumm hier rauszuwechseln. Ich mach das so. Krass, ey. Es ist gar nicht dumm, auf Amphira den Fokus Gurt drauf zu klatschen. Das ist. Ah ja, das war klar. Er geht. Okay. Ja, Mimikma wird jetzt Amphira rausnehmen. Scheiße, ich habe das Schutzschild vergessen. Verdammte Kacke nochmal. Ich hätte das predikten können. Und auf Mimikma. Oh, es stirbt. Oh mein Gott, was? Okay. Gut. Habe ich gerade von Togekiss das gesenkt? Oder was stand da? Nee. Echt? Also Pikachu wird er jetzt aber Dynamaxen. Ich bin unten. Ist Pikachu schneller als Amphira? Ja, scheiß drauf. Also Amphira werde ich aber jetzt nicht wechseln mit 1 KP. Ich habe noch ein paar Mons in der Hinterhand. Hallo? Schreckt eventuell zurück. Komeda. Oh, nee. Ja, dann, tschüss. Mach ich das. Pikachu ist aber schneller als alles, glaube ich. Pikachu ist fucking schnell. Na, Dynamax sowieso. Der wird mich jetzt wahrscheinlich komplett paaren wollen. Wobei Amphira stirbt so oder so. Das heißt, er würde nur einen paaren. Ich mag dieses Pü. Scheiße, was habe ich gemacht? Ich habe Dings gemacht. Dunkel-Dingsbums. Das. Alter. Das Ding ist schneller als ein Pikachu. Fuck. Dieses Amphira ist ja übel stark. Ich habe Amphira unterschätzt. Ja. Ich wollte eigentlich mal wissen, wie Lavados ist. Aber das wäre dumm, Lavados hier reinzunehmen. Man kann ein Dynamax-Dings nicht muggelhieben. Was ist Abgangsgerade? Nehme ich den mit? Tschüss, das Ziel mit einer Einheit, dass dessen Angriffsschwester sinken. Danach wird der Anwender ausgewechselt. Oh. Oha. Wie viel sinkt das? 1. Und dann wechsle ich einfach. Ich bin halt paralysiert, ne? Ich meine, Poser. Aber das ist ja eigentlich gut. Aber wäre das jetzt nicht dumm, weil ich habe eh nur noch. Also, er hat eh nur noch dieses Pikachu. Also kann ich auch einfach den angreifen.
Ich will das jetzt einfach mal machen. Ich habe das noch nie. Ich will das jetzt einfach mal machen. Geht das überhaupt bei einem Dynamax-Mon? Du hast noch 3 Sekunden. Ja, ich mache jetzt einfach irgendwas. Oh, stimmt, der hat ja Knuddler. Shit. Ach, du heiliges Kanonenrohr. Ja, der ist tot. Warte mal, ist das nicht auch... Ach, nee. Doch, das ist doch effektiv auch gegen Kampf. Ist dieses Ding... Ach nee, es ist Unlicht, hast du gesagt. Ist das nicht auch effektiv gegen Unlicht? Das ist jetzt irgendwie blöd. Ich hab grad nur einen Mon draußen. Ist das nicht eigentlich ein Doppelkampf? Hä, aber jetzt ist er ja einfach wieder draußen. Ja. Hä, okay. Lull. Ja, jetzt ist er... Jetzt hat er den Bedroher ja nochmal gefressen. Und ich habe seinen Angriff nochmal mit Abgangsbund... Hä, das ist ja voll mindblowing. Ja, keine Ahnung. Ich greife halt einfach jetzt an. Was soll ich denn anderes machen? Da wird die wohl jetzt nicht One-Shot killen. Das geht gar nicht mehr. Er kann mich aber schön paralysieren. Und wenn er jetzt die Full-Para frisst mit allen... Das hätte er nicht überlebt, oder? Krass. Die Frage ist jetzt nur... Sind beide paralysiert? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was kann denn dieses Vieh alles? Hat es gerade überlebt? Nee, ist tot. Habe ich gewonnen? Friss das, Erdem! Eieieiei. Da hat sich Erdem die Zähne ein bisschen ausgebissen. Wobei, man muss sagen, er hatte in der ersten Runde genau das gemacht, was ich eben nicht gemacht hätte. Er hat mit Pikachu ins Dynamax-Pokémon gemogelhiebt. Genau, er hat genau das gemacht, was er bei Pavani schon gemacht hat. Nur hat es diesmal eben nicht geklappt. Und er hat richtig, richtig schön Schaden gefressen. Sein Turtok wurde gekrittet. Hat 2 Moves gefressen und er hat im Endeffekt in der Runde gar nichts hingeschissen bekommen. Dementsprechend waren wir ab Runde 1 massiv vorne und er musste das ganze Game über Ultra aufholen, was er leider nicht geschafft hat. Denn Trikefalo ist ein unglaublich starkes Pokémon und er konnte es dann mit Knuddler töten. Er hätte gewinnen können, hätte er mit Mimikma das Amphira rausgenommen, weil er hat den Schattenstoß auf Mimikma und damit hätte er dich einfach outspeeden können. Stattdessen hat er irgendwas anderes gemacht und das Amphira hat einfach sein Pokémon geone-shottet. Also Erdem hat in diesem Kampf 2, 3 sehr, sehr starke Fehler gemacht, die man hat ausnutzen können und jetzt... Weißt du warum? Ich habe alleine gespielt und er hat so gespielt, wie er denkt, dass du... okay. Ich habe ihn outplayed. Okay. Nun gut, er hat auf jeden Fall noch ein Continue, Leute. Und dementsprechend geht's jetzt eigentlich direkt rein in den zweiten Kampf. Ja, Amphira konnte in diesem Kampf sehr, sehr stark glänzen. Genauso wie Pikachu, was echt krass ist. Denn die beiden sind definitiv so ein bisschen die Schlusslichter im Team. Aber konnten echt viel machen. Aber ob er aus seinen Fehlern lernen konnte und ob er dieses Mal was anderes macht, das sehen wir jetzt. Hoffen wir mal, dass keine Crits, keine Paras, kein gar nichts passiert, was, naja, übel unlucky wäre. Ich überlege gerade, ob ich den gleichen Lead nehme oder ob ich einen anderen Lead nehme jetzt. Weil mit Amphira, das war einfach krass. Ich glaube, ich gehe anders rein jetzt. Ich glaube, ich mache das so... Nee. Ah. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt gut funktionieren zusammen. Die beiden hier. Und dann würde ich aber die so mitnehmen. Ich hab voll Bock auf dieses Amphira. Wobei das mit Schwächeschutz und Godfather war echt krass, aber... Kann auch sein,
Ich müsste den jetzt mitnehmen, weil er es komplett anders macht, aber ich. Ja, ich weiß nicht. Ich gehe so. Okay, das Team ist eingeloggt. Ich bin gespannt, wie Adam jetzt sich entscheiden wird. Gigaturtok oder Pikachu? Idis. Wir gehen rein. Ist das nicht das gleiche Lied wie vorhin? Nee. Ich glaube, Togekiss war vorhin nicht am Anfang mit drin. Turtok und Pikachu war es vorhin. Die haben erstmal beide schön Bedrohung gefressen gerade. Pikachu kann ich nicht Muggelheben, wenn er Dynamax. Ich kann aber Togekiss Muggelheben, oder? Ich Abgangstirade. Die haben halt mit Rohr gefressen. Abgangstirade wäre voll krass jetzt. Vor allem, weil er mit Pikachu drinnen bleiben wird wegen Dynamax. Oder er wechselt, wenn das jetzt beides frisst. Ich würde voll gerne jetzt Abgangstiraden. Ja, ich muss eins auswählen. Das ist ein Dynamax-Mon. Der wird da mit drinnen bleiben, denke ich. Das Ding kann Lichtschild und Reflektor. Oh mein Gott. Warte mal, Lichtschild ist bei Togekiss besser, ne? Aber bei Pikachu Reflektor. Bringt das unter Dynamax was, wenn Dynamax-Attacken kommen? Okay. Okay, ist Muggelhiebt. Ah, das trifft die Katze gut. Scheiße. Okay. Hä, schreck zurück. Ach so, wegen Muggelhieb, ich will gerade sagen. Aber ich bin schneller als die beiden gerade gewesen. Mit der Katze, right? Nee, Pikachu. Ja, Pikachu war einfach nur schneller wegen Muggelhieb. Dann mache ich das jetzt einfach nochmal. Ich mache das jetzt einfach. Carbon stirbt halt jetzt gleich, ne? Der hat halt nichts gemacht. Ja. Und ich überlege, ob ich den Lichtschild raushole oder ob ich angreife. Ich meine, dann habe ich ihn aber weggeschmissen. Der hat einfach aufgesetzt. Tschüss. Mache ich jetzt aber einfach. Ich mache das jetzt so. Es tut mir leid. Mein kleines Langhaar. Aber ist gut fürs Team. Krass. Wegen dem Reflektor, ne? Das ist gemein. Ja, da geht gerade beide Schilde weg. Der hat sie mir weggehauen. Durchbruch macht die weg, oder was? Ja. Ich weiß das nicht, ich dachte einfach nur, das geht durch und es zählt nicht, aber er hat es mir einfach kaputt gehauen. Mhm. Ja, lol. Gut. Aber ich habe. Nicht zu Dynamax. Ich habe das jetzt einfach weggehauen, das Mon. Er hat es. Nein, ich meine, ich habe Carbon weggehauen. Ich habe Lichtschilde rausgehauen, die nichts bringen. Null. Ja, aber du musst es halt predikten, ob er jetzt in die Dynamax geht und dich elektrisieren will, komplett, dann hätte er, ne, durch die ganzen Bedroher und bla, hätte er sehr, sehr viel weniger Damage gemacht. Oder ob er Pikachu einfach nicht Dynamaxt und dann halt für die Support-Attacken geht, mehr oder weniger. Okay. Wo ist meine... Ach so! Ah! Ah! Habe ich vergessen, dass es geht. Ich habe mich gerade gewundert, wo meine Katze hin ist. Vielleicht spiel wie vorhin, Kollege. Der hat Dynamax jetzt.
Keine Ahnung, ob das schlau war. Aber ich will dieses Pikachu raushaben. Sehr mutig übrigens, auf minus 3 mit Pikachu noch in die Giga reinzugehen, aber er kann immerhin noch ein paar Paras mitnehmen, so. Er kann den Sash von deinem Molunk brechen, von deinem Amphira brechen und gleich noch dich paralysieren, sodass du eben langsamer bist. Ja. Tut er jetzt auch. Ja, das war halt der richtige Move, ne? Hab schon wieder vergessen, was die Katze kann. Wird der jetzt mit Togekiss wechseln oder drin bleiben? Ich überlege gerade, was Togekiss alles kann. Ich will nicht wechseln. Mach ich das einfach nochmal? Scheiß drauf. Ach shit. Das war das Falsche. Na gut. Ich glaube, meine Zeit war jetzt vorbei. Keine Ahnung, ob das überhaupt was gebracht hat gerade. Okay, die sind jetzt beide schneller wegen der Power. Nice. Okay, krass. Genau das war seine Strategie. Er hat mit Pikachu zuerst die Schilde weggebrochen, dein Olanga gekillt. Und trotz seiner minus 3 oder was auch immer er ist, hat er dann noch gedynamaxed, einfach nur um dich zu paralysieren, damit er schneller ist und dass er dich mit 2-3 schnellen Angriffen dann unterhauen kann. Du kannst übrigens dynamaxen. Hab ich doch gerade. Hast du? Ah, okay. Dann sag ich nichts. Bist du auf Pikachu? Ja. Dann hast du wahrscheinlich den richtigen Play gemacht. Ich predikte mal Protect auf Dingens und mit Pikachu geht er für den Elektro-Move, damit er outspeedet. Nein, er macht alles anders. Er geht auf Spotlight, okay. Ich wollte halt die Fahrer nicht fressen, ob die fresse ich jetzt. Und das macht 0, nichts. War tatsächlich der richtige. Ja, weil jetzt kann er mich parern, der Sohn. Richtig, und in der nächsten Runde hat er einen Feen-Move für dich. Und Fee ist vierfach effektiv auf Trikefalo. Ich kann jetzt auch niemals killen damit, oder? Wirkungslos! Ha! Ja, das stirbt so oder so nicht. Cool. Dann abfahren vielleicht. Das cool wurde resistiert. Ja, aber. Pff. Also, wenn der Käfer schon so wenig macht, macht das jetzt auch nichts. Ach, das Pikachu kann ja auch noch Knuddler. Okay, Chichi. Nice. Ja, der Durchbruch. Der hat's mir. Alles kaputt gemacht. Und das war eine extrem dominante Performance von Erdem. Glückwunsch dazu. Lustigerweise hat das jetzt genau umgedreht. Die erste Performance war sehr dominant von dir und die zweite Performance war dann, also der zweite Kampf war sehr dominant von ihm. Was bedeutet, dass er sehr viel gelernt hat in diesem Kampf und vielleicht auch nicht ganz so viel Pech mit dem Crit gegen Turtok etc. Aber wisst ihr, was noch viel geiler ist, Freunde? Dass wir endlich mal wieder Alatus Camorra sehen dürfen. Der letzte der Top 4, der mit Abstand
stärkste Trainer in dieser gesamten Liga. Und Foxy wird ihn spielen dürfen. Darauf freue ich mich sehr. Allerdings hat Erdem kein einziges Continue mehr, was sehr, sehr böse ist. Hätte er ein Continue gehabt, hätte ich gesagt, ich glaube, vielleicht haben wir einen neuen Champion. So kann alles passieren. Denn Foxy darf man scheinbar nicht unterschätzen, so wie wir gelernt haben, in der Liga.